Anlass für dieses wunderschöne Event heute sind die 150 Jahre von Julius Meinl, die wir in einem würdigen Rahmen in der Stadt des Cafés, in der Stadt der Wiener Kaffeehauskultur feiern. Also das Meinls Café 1,50 ist ein wunderbarer Ort in der Stadt Wien jetzt. Bis zum 24. Juni gibt es ein Jazz-Festival, die meisten Nachmittage, Jazz-Matinees, es gibt Strudelshows, es gibt Café-Shows, es gibt Talks. Es ist ein tolles Programm, das auf Wien wartet. Und natürlich gibt es Wiener Kaffeehauskultur in seiner besten Art und einen herrlichen Kaffee. Meinl der Erste hat angefangen, in Wien kommerziell Kaffee zu rösten. Es war früher üblich, dass die Hausfrauen den Kaffee grün gekauft haben und dann geröstet haben. Und das ist eine sehr schlechte Qualität herausgekommen und er hat es perfektioniert. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass wir 150 Jahre später diese Qualität weiter perfektioniert haben und heute auch noch da sind und weiterhin für die Wiener und Wienerinnen den Kaffee zu rösten. Das Wiener Kaffeehaus hat immer schon Poeten inspiriert. 1900 war die tollste Zeit für Wiener Kaffeehäuser, wo alle Poeten, Künstler und Denker saßen. Und wir waren als Julius Meinl immer schon Teil dieser Kaffeehauskultur. Und wir haben diese Künstler und Poeten schon immer inspiriert und tun es hoffentlich bis heute. In der Zwischenzeit können Sie Julius Meinl in 70 Ländern in der Welt genießen. In China, wenn Sie in Shanghai sind, in ganz Russland, von Irkutsk bis nach Moskau und auch in Sochi. Und natürlich auch in Chicago und in Dubai. Also in 70 Ländern weltweit können Sie guten, exzellenten Wiener Kaffee von Julius Meinl genießen.